zusammen. Ich dachte mir, ich werde heute die zweite Phase machen vom indianisch-schamanischen Ritual. Und zwar die Harmonisierung der Wohnung, des Hauses, des Körpers. Dazu brauche ich, wie bei Phase 1, eine Rauchschale, das Räucherwerk, die schnell brennende Kohle, das ist der Rosenquarz, das ist ein Energiestein, der ist dafür da, wenn ich das aufhebe, dass keine negative Energie an mein Räucherwerk rankommt. So, dann fange ich mal an. Ach, ich habe noch was vergessen. Das hole ich noch schnell. Der Fächer zum Fächern. So. Ich nehme meistens einen Löffel. Mit dem kann ich das am besten dosieren. Das ist jetzt der Sand. So etwa 3 Löffel. Für die kleine Schale langt es. Dann nehme ich die Kohle. So schaut die Kohle aus. Die hat innen drin eine Einwuchtung und in diese Einwuchtung kann ich dann das Räucherwerk reintun. Aber zuerst müssen wir es ja mal anzünden. Ich habe zwar keine Zange, aber eine Schere tut genauso. Da halte ich das mit der Schere. An. Wenn das so funkt, ja, man hört schon leicht, man sieht auch schon ganz leicht, wenn ich das so bewege, da wird schon rot, aber ich mache hier auch noch ein bisschen was. Dann geht es etwas schneller. Dann muss man nicht so lange warten. Und dann lege ich das einfach hier rein. Die Einbuchtung. So dass es auch jeder sieht. Und dann wartet man so zwischen 3 und 5 Minuten, bis alles richtig glüht und so ein ganz leichter Ascheschimmel-Schema obendrauf ist. Und dann kann ich das die Räuchermischung drauf tun. Bevor man das Zimmer harmonisiert, macht man ja die erste Phase, die Reinigung. Alles Negative aus dem Raum geht. Die Harmonisierung ist dann dafür da, damit alles entspannter wird, die Atmosphäre anders ist. Na, das wird schon richtig heiß. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Um es ein bisschen schneller zu machen, kann ich dann auch mit dem Fächer
einfach ein bisschen hinfächern und man sieht sofort da wird schon rot. Und bei der Harmonisierung muss ich jetzt nicht durchs Zimmer laufen, sondern es dient ja auch zur Entspannung. Da stelle ich das dann, lasse ich das hier einfach am Tisch, nehme eine Räuchermischung, die ich dann gleich hernehme und verwenden werde. Das dauert noch ein kleines bisschen. Könnte ich ja ein bisschen erklären, also der Rosenquarz ist dafür da, um Energie zu speichern, Energie weiterzugeben als Schutz gegen negative Energie. So ist auch der Bergkristall, das hier ist ein Bergkristall, der ist auch noch dafür da. Der lädt meine anderen Heilsteine auf. Man tut die einmal in der Woche mit kaltem Wasser 30 Sekunden waschen, damit alles Negative entfernt wird von den Steinen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, von Stein zu Stein verschieden, wie man sie auflädt, meistens mit der Sonne. So 5 bis 10 Minuten in die Sonne legen, aber jetzt nicht beim vollen Strahl, sondern Frühmorgensonne. Und die Steine sind wieder für eine Woche aufgeladen. Ein Stein strahlt bis zu 1,5 Meter weit weg. Es ist immer gut, wenn man bei sich trägt. Oder hier am Tisch, da strahlt er dann über den ganzen Tisch. So, die Kohle ist jetzt schon fast gräulich. So, und dann sehen wir nachher gleich, ob es schon anfängt zu qualmen. Dann nehme ich die Kräutermischung. Was genau drin ist, habe ich ja im ersten Video erklärt. So, erstmal ein bisschen was in die Mitte legen. Und jetzt einfach zuschauen beim Verqualmen, beim Verrauchen. Sich dabei entspannen, positive Gedanken machen. Es hat auch einen richtigen, angenehmen Geruch. Somit harmonisiere ich jetzt hier meine Wohnung. Man kann es jetzt dann auch im Gang machen und draußen, also wie viel Zimmer man hat. Nimmt man jedes Mal einen Löffel pro Zimmer, also so mache ich das, einen Löffel, dass das richtig schön verraucht und harmonisiert. Ich finde es richtig entspannend. Natürlich gibt es auch noch eine dritte Phase. Die ist genauso wie die erste Phase, nur statt links herum zu gehen, geht man rechts herum, um das Zimmer aufzuladen mit positiver Energie. Ja, so wie es ausschaut, hat es glaube ich schon aufgehört.
Danke. Kann man dann gucken. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal machen, um es euch zu zeigen. Ich mache dann meistens das, was verbrannt ist, in der Mitte weg. An die Seite, an den Sand hin. Der Sand ist ja zum Schutz da, dass man sie nicht verbrennt. Und dass das nicht zu heiß wird. So. Und dann tue ich dann wieder was hier rein. Hinlegen, wenn man das möchte, und einfach nur entspannen. Das harmonisiert den Raum. Ich könnte ja auch noch, wenn ich es möchte, ich habe hier ein Pendel. Da ist der Pendel. Ist der Raum jetzt harmonisiert? Negative Energien da. Nein, das ist schon mal schön. Wenn es dann fertig ist, und der Raum harmonisiert ist, ein schweres Wort, dann legt man das auf Seite, lässt es richtig abkühlen, weil es sollte schon dann kalt weggeschmissen werden, sodass dann noch der Abfalleimer brennt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war jetzt der zweite Teil. Mal schauen, vielleicht mache ich noch einen dritten Teil, und zwar dann das Aufladen der Wohnung, des Hauses, des Körpers. Vielen Dank. Lasst mir vielleicht ein Like da oder schreibt mir Kommentare. Das wäre ganz nett. Okay, bis dann.